Zusammen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neue Proteinpudding sind am Start von Lidl in den Sorten Kokos und Kaffee. Sehr, sehr geil. Mal was ganz Neues. Kaffee gab es natürlich schon bei Ermann. Einer meiner absoluten Lieblingspudding aufgrund der Tatsache, dass es Kaffee ist. Kokos gab es noch nie und trotzdem ist komisch, dass sie bei der Kaffeesorte neu draufschreiben, bei der Kokossorte nicht. Gab es das mal irgendwie regional? Es gab nämlich mal bei manchen Puddings, dass die nur in bestimmten Regionen rausgekommen sind. Also hier gab es Kokos nie. Falls es bei euch den Pudding in Kokos gab von Lidl, schreibt mir das mal gerne. Manchmal gab es die Sachen auch im Ausland. Und wundert euch nicht, falls das Video so ein bisschen merkwürdig aussieht. Ich aus Spaß nehme ich gerade mal mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Deswegen sieht das vielleicht alles so smooth aus, je nachdem, wo ihr das Video guckt, weil manches Abspielgerät unterstützt das nicht. Aber es geht nicht darum, ich wollte es nur so anmerken, falls ihr so komisch gerade findet, wie das Video aussieht. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich freue mich drauf, gerade Kokos, was ganz Neues bei den Proteinpuddings. Wir gucken zuerst auf die Zutaten. Wir fangen mal an mit Kaffee 20 Gramm, 200 Gramm sind drin, also 20 Gramm Eiweiß, 200 Gramm sind drin, damit 10 Gramm pro 100 Gramm. 79 Cent hat einer gekostet, damit ein sehr fairer Preis. Ermann ist inzwischen bei 1,49 Euro angekommen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nur eine Aktionspreis ist, die 79 Cent. Ich meine, die Lidl-Pudding kosten regulär nämlich auch 99 Cent, ne? Aber super Preis, 79 Cent für, wenn man jetzt gegen normalen Pudding vergleicht, ist immer noch teuer, aber für Proteinpudding wirklich sehr gut. 77 Kilokalorien, 1,5 Gramm Fett, Kohlenhydrate 5,7, Zucker 4,5 von der Milch, die drin ist, Eiweiß 10 Gramm. Bei dem Kokos sieht das nicht anders aus. Ihr dürft gerne pausieren, aber da sind die Nährwerte nahezu identisch. Die Zutaten Magermilch, Milcheiweiß, Sahne, modifizierte Stärke zum Andicken, Karamellverdickungsmittel, Carrageen, genauso wie die Carboxymethylcellulose. Kaffeeextrakt ist sogar drin, okay. Und dann auch Aroma. Und bei der Sorte Kokos ist dann halt nur Aroma drin, kein Kokosextrakt oder ähnliches. Und ansonsten sind die Zutaten auch gleich. Laktase, damit dürfte es auch für Laktoseintolerante einfacher zu verdauen sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne dass man danach Musik macht. Ach guck mal, sie nennen hier sogar versteckt, hier steht sogar Colombian Coffee. Das ist doch genau wie Ermann, so richtig geklaut. Das Colombian hatte ich erst gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Also, ist schon wieder geil. So sieht er aus. Es sieht von der Farbe sogar aus wie der Ermann. Ist jetzt Geschmackssache, ob man es erstmal umrührt. Ich mache das sehr gerne. Wird einfach so ein bisschen cremiger. Sieht auch aus wie der Ermann von der Farbe. Kommt von dem Karamell, was drin ist. Also hier ist dann so, gibt dann eine karamellige Note. Und dadurch hier vielleicht auch, wenn wir mal vergleichen. Nö, eigentlich gar nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass dadurch ein bisschen mehr Zucker drin ist. Aber ist wohl nicht so. Wobei es auch ein bisschen merkwürdig ist, dass es dann gar keinen Unterschied geben soll. Nun gut, Kokos. Machen wir den auch mal auf. Ah ja, sind die Becher größer geworden? 200 Gramm sind immer noch drin, aber irgendwie sind die nicht so ganz voll gefüllt. Der erste fast weiße Proteinpudding, oder? Gab es noch nie. Sieht irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich aus. Konsistenz ist gut, ist natürlich auch Geschmackssache, wie fest oder flüssig man es mag. So, ich wollte mir jetzt mal angewöhnen, mir das immer in so ein Schüsselchen zu machen, denn ich habe das ja schon mal erzählt, wenn man mit einem angeleckten Löffel da reingeht und den jetzt nicht sofort auf ist, dann die Enzyme im Mund lösen dann manchmal so ein bisschen die Stärke auf und dann wird das komisch. Deswegen habe ich das jetzt hier in so ein Schüsselchen mal reingemacht. Also, der Kokos, aber ich rieche am Becher. Nee, also Kaffee riecht man deutlich. Ich habe jetzt gerochen, ob ich irgendwie gerade nicht richtig riechen kann, weil der riecht nach fast gar nichts. Da ist eher so eine milchige Note, Geruchsnote bei, die fast eher so riecht wie, ja, wie neutrales Eiweißpulver in Milch. Also wirklich, erinnert mich so ein bisschen daran. Riecht überhaupt gar nicht nach Kokos. Der Kaffee hingegen riecht extrem intensiv nach Kaffee. Und ich hoffe, dass sie das hier nicht verkacken mit dem Kokos, weil da denke ich mir, wie bei dem Kaffee, ballert doch bitte das Aroma volle Lotte rein. Wenn es draufsteht, soll es danach schmecken. Vom Geruch der Kokos schon mal eher dezent. Vom Geschmack merkt man es schon, aber ich finde, es schmeckt irgendwie eher milchiger. Also die Frage ist, ob ich erkennen würde, dass es Kokos ist, wenn ich nicht wüsste, dass es draufsteht. Kokos eher enttäuschend, ist, aber ich muss es anders definieren, enttäuschend im Sinne des Kokosgeschmacks, der schmeckt trotzdem ganz gut, aber ich finde, er schmeckt wirklich irgendwie eher so milchig, recht süß, also die Süßstoffsüße kommt bei der Sorte sehr gut durch, vielleicht weil der Rest eher zurückhaltend ist, also schon intensiv süßstoffsüß,
Schmeckt mir, aber muss ich sagen, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Jetzt gucken wir mal, was der Kaffee kann. Der riecht schon fast bis hierhin, also der riecht sehr intensiv. Oh ja, und der schmeckt auch boah, richtig gut, richtig gut. Sehr intensive Kaffeenote. Von der Konsistenz, ich finde, beide können ein kleines bisschen dicker sein, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Gleich nochmal einen Löffel Kaffee hinterher. Sehr gut, genau das meine ich. Er schmeckt natürlich so ein bisschen nach Kaffeearoma, aber er schmeckt intensiv. Er ist kräftig, jetzt nicht im Sinne von stark kräftiger Kaffee, sondern einfach kräftige Geschmacksnote. Finde ich sehr gut. Trotzdem zwei schöne Puddings, auch wenn der hier einiges an Potenzial meiner Meinung nach verschenkt hat, weil Kokos wäre wirklich mal so ein Novum gewesen, haben sie nicht. Trotzdem bekommen sie beide eine Empfehlung von mir, allein schon aufgrund des Preises. Und wenn ihr ihn probiert habt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Eine kleine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, die im Eifer des Gefechts untergegangen ist. Der Pudding war im Aktionsregal, was heißt, dass es vielleicht nur Aktionsware ist, aber oft kommt Aktionsweise auch ins reguläre Sortiment oder kommt immer wieder. Und viele Leute schreiben mir auch, dass sie ihn noch nicht entdeckt haben. Also ob das deutschlandweit wirklich der Fall ist oder ab wann es wo zu haben ist, das ist wie immer leider fraglich. Ich würde sagen, fahrt nicht extra zu Lidl hin, außer er ist direkt um die Ecke, damit ihr am Ende nicht enttäuscht seid und euch vielleicht umsonst auf den Weg gemacht habt. Und manche haben den auch schon gestern gekauft. Ich kann mir also auch vorstellen, dass schon in manchen Läden die Leute hingegangen sind. Und es gibt halt leider auch Leute, die die Dinger dann palettenweise raustragen und das auch schon manches ausverkauft ist. Deswegen investiert nicht so große Hoffnungen, aber ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr noch was bekommt, wenn ihr danach schaut.